CoreCast, der Core Gamer Podcast. So Leute, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr es euch anhört. Wir sind hier wieder vom vierten Tag der E3 in eurem wöchentlichen Core Gamer Podcast, dem CoreCast, ja. Und im gestrigen CoreCast gab es ein bisschen Kontroversität und da ist dann in diversen Kommentaren auch manche Leute ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen. Da wollte ich nicht drauf eingehen, aber wir wurden ja, wir wurden als PlayStation-Fanboys genannt. Ich will da am Ende des Corecasts nochmal kurz drauf eingehen, was für mich eine Definition eines Fanboys ist, als jemand, der bisher alle Konsolen besitzt und das ausnahmslos. Aber naja, reden wir später drüber. Vor allem ich. Sowieso. Naja, gut. Jetzt erstmal die wichtigen Sachen. Da haben wir als allererstes haben wir da, ja, willst du was sagen? Es gibt eine Petition, wurde gestartet. Ja, habe ich heute rausgefunden, nebenbei, dass jemand eine Petition gestartet hat, sagen wir mal gegen Microsoft. Ja, oder was heißt gegen Microsoft? Sagen wir mal gegen die Firmenpolitik von Microsoft wegen der Xbox One, weil die Xbox One halt immer mehr in Kritik gerät. Ja. Na, ist ja klar, Online-Zwang und Kinect-Voraussetzungen und naja, wir kennen das ja alles. Wir haben das ja jetzt lange genug besprochen. Ich will da ja auch nicht niedermachen oder so und gar nichts, sondern da hat einer eine Petition ins Leben gerufen, wo er versucht, so viele Unterschriften wie möglich zu kriegen. Er versucht, eine 10.000 Unterschriften zu kriegen. Ja, danke. Ja, und ihr könnt auch in den Links gucken, da könnt ihr dann wegen meiner auch unterschreiben, wenn ihr das wollt. Genau, wir packen in die Beschreibung den Link zur Petition, wenn ihr teilhaben wollt und helfen wollt, dass er die 10.000 zusammenkriegt. Er will halt versuchen, er hat das so umschrieben, er will Microsoft dazu bringen, die Firmenpolitik zu überdenken. Ich sag mal, es ist eine gute Idee. Okay, weil, dass das Always On wegkommt oder auch die Gebrauchtspiele-Aktion. Ja, eben das. Also beides. Aber er hat halt alles. Er versucht, dass die komplette Firmenpolitik ein bisschen geändert wird. Ach so, okay. Mit, die Gebrauchtspiele, den Online-Zwang, selbst bei Einzelspielern musst du ja online sein, alle 24 Stunden einmal. Dann, dass Kinect immer mitlaufen muss, weißt du? Okay. Es geht ihm darum, dass halt alle möglichen, also quasi alles, was ihm nicht gefällt, will er halt ändern lassen, so nach dem Motto. Ist ja an sich auch keine doofe Idee, aber ich sag jetzt mal so. Bei manchen Sachen auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ob es wirklich was bringt, ist fraglich. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich sag jetzt mal so, er hätte es vielleicht jetzt nicht so ausdrücken sollen, dass die Firmenpolitik ändern, weil so steht es hier drin, weil da wird Microsoft wahrscheinlich nur drüber lachen, weil ich meine, die Idee ist gut, ich finde die Idee, da sollte man auch unterstützen. Zumal 10.000 deutsche Unterschriften werden die vielleicht auch ein bisschen weniger interessieren. 10.000 ist keine Zahl eigentlich. Ne? Nee, überhaupt nicht. Hätte er vielleicht weltweit versuchen sollen und dann auch die 100.000 oder so, das wäre vielleicht mal eine Zahl, aber gut. Ein Versuch ist es wert, würde ich sagen. Ne? Ich meine, ich persönlich muss sagen, mit dem Gebrauchsspiele, das ist mir egal. Also keine Gebrauchsspiele, ne? Auf dem Computer ist es schon lange so, dass man keine Gebrauchsspiele mehr spielen kann. Und es ist ja auch auf der anderen Seite so, wenn dieser Gebrauchtmarkt wegfällt, dann können die Entwickler viel eher Spiele günstiger anbieten. Das ist ja der Grund, warum es bei Steam beispielsweise so viele Titel günstig gibt oder auch neue Titel, die noch nicht lange da sind, schon günstig sind, weil einfach das Ganze wegfällt mit den Gebrauchtspielen. Und wenn man deutlich mehr verdient, dann kann man auf die andere Art auf ein bisschen Umsatz verzichten, indem man sagt, okay, komm, wir schrauben das Ganze jetzt mal 10 Euro runter. Ja, vor allem, ne? Ich bin auch einer, ich kaufe mir ein Spiel und ich behalte das. Eben, das kommt auch noch dazu. Ja. Ich bin so einer, ich kaufe mir ein Spiel und ich kaufe mir auch eine Sonderedition, ich kaufe mir das nicht, um ein halbes Jahr, nachdem ich es habe, es zu verkaufen. Das war mir nicht anders, also ich auch. Ich sammle in Anführungsstrichen, also manchmal sind es halt ganz normal die Spielhüllen, da ist dann nichts Besonderes dran. Die sind dann in der Kiste, aber ich habe es gern da. Ich habe gerne was in der Hand, dass ich sage, okay, jetzt fühle ich mich, als hätte ich auch wirklich was gekauft. Sonst, wenn es eine geile Sammleredition, Special Edition gibt, dann hole ich die natürlich auch. Was ich sehr gerne hole, sind Steelbooks sowieso. Die kann man dann jetzt auch ins Regal stellen. Und ansonsten,
Ja, wie gesagt, ich verkaufe auch eigentlich nicht wirklich Spiele noch. Es gab schon hin und wieder mal irgendeinen Fehlkauf. Der letzte war bei mir auf Orcs and Man. Das war so ein Fantasy-Spiel, das sah sehr geil aus und sah nach einem Action-Fantasy-Titel aus in meinen Augen. Und dann habe ich es geholt und es war so rundenbasiertes Rollenspiel in Richtung so Fantasy, Final Fantasy-Style. Also ich habe ihm gesagt, welche Moves er machen soll. Und er hat die dann gemacht. Das heißt, ich habe ihn nicht direkt gesteuert und das ist nichts für mich. Und da war ich froh, dass ich das dann nach halben Stunde Besitz wieder direkt verkaufen konnte und dann fast dasselbe Geld gekriegt habe, wie ich ausgegeben habe. Wenn das nicht mehr geht, ist schade, aber das ist zu selten, als dass mich das interessiert. Was mich da schon eher interessiert, ist halt der Online-Zwang, weil, ich habe hier eine Unity Media 150.000er Leitung und die Jungs sind auch eigentlich sehr stabil, was das angeht. Aber auch wenn es vielleicht nicht gerade die Server gibt, auf denen das relevant ist, aber es kann trotzdem mal passieren. Ne? Es kann zum Beispiel, bei mir ist es vor 2 Wochen passiert, dass irgendein neuer Techniker kam für einen jemand anderen im Haus einen Internetanschluss gemacht hat und dann war dabei mein Kabel rausgerissen hat und bei mir war dann 5 Tage das Internet weg, 4 Tage, bis der Techniker kam. Und das wären dann 4 Tage, in denen ich nicht spielen könnte. Ne? Und das wäre eine Sache, die mich halt einfach nervt, wo ich sage, okay, Xbox One als einzige Konsole ist eine Sache, die für mich einfach nicht geht, genau aus diesem Punkt. Die dann neben der PlayStation 4 zu besitzen, wird eine Sache sein, die auf kurz oder lang definitiv passiert, aber zum Launch wird es auf jeden Fall erstmal die PS4 sein. Da haben wir ja schon drüber geredet gehabt und wie viel später dann die Xbox One dazu kommt, bleibt abzuwarten. Hat ein bisschen auch mit der Menge an Exklusivtiteln zu tun. Naja, gut. Also, wie gesagt, in der Beschreibung den Link zur Petition, wenn ihr sagt, finde ich eine gute Sache, will ich unterstützen, egal ob es auf was bringen wird oder nicht, findet ihr dann da. So, dann der nächste Punkt: gibt es für die Xbox One die ersten Pre-Order-Bonusse. Derzeit werdet ihr gleich an der Liste der Spiele sehen, da Dead Rising 3 mit aufgeführt ist unter den Bonussen. Sehen, dass es erstmal nur in Amerika ist. Microsoft hat angesagt, dass es aber weltweit derartige Bonus gibt, und zwar, wenn es die Xbox One Day One Edition ist. Da gibt es einen speziellen Day One Controller, der ein spezielles Design hat. Es gibt 12 Monate Xbox Live Gold Mitgliedschaft dazu, die einen Wert von 50 Euro hat, knapp. Dann gibt es für Rise Sons of Rome eine exklusive Multiplayer-Map und ein Schwert. Wobei ich sagen muss, diese exklusiven Multiplayer-Maps, das ist immer so eine Sache. Weil wenn die wenige haben, ist da dementsprechend auch wenig los. Ist manchmal ein bisschen Quatsch. Dann wird es nach einem halben Jahr oder so. Eben, und irgendwann gibt es sie dann auch doch noch. Ne? Also ich meine, wenn die wirklich exklusiv bleibt, dann werden da verschwindend gering viele Leute drauf zu finden sein, auf kurz oder lang. Deswegen, dann Forza 5. Gibt es 4 fertig getunte Fahrzeuge direkt. Also man kann diese Fahrzeuge auch auf normalem Weg erwerben, indem man sagt, ich spiele das Spiel und verdiene mir Geld oder wie auch immer es da laufen wird und die im Nachhinein tunen, aber die sind halt fertig getunt von Anfang an zur Verfügung stehend. Für Kinect Sports Rival gibt es eine exklusive Sportausrüstung für euren Charakter, für euren Avatar. Und für Dead Rising 3 gibt es ein Frank West Chuck Greeny Tribute Pack. Frank West und Chuck Greeny sind die aus dem ersten und zweiten Teil, die beiden Hauptcharaktere. Okay. Ich weiß nicht, ob das dann Skins sind, dass ihr die spielbar habt, in Anführungsstrichen, sprich deren Skin zumindest zur Verfügung steht für euren Charakter oder so. Naja, wird man sehen. Die Spiele selbst muss man natürlich separat erwerben, die sind nicht dabei, aber die jeweiligen Bonusse für die Spiele. Ja. Dann, hört sich ja nicht schlecht an. Ne, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Dann coole Sache. Killer Instinct nochmal wieder. Haben wir jetzt jeden Korkas eine Kleinigkeit gehabt. Den Charakter Shadow Yago bekommt ihr auch. Wobei der natürlich sowieso mit dabei ist. Als kostenlosen Direkt-Download für den Launch-Titel Killer Instinct. Aber nachdem jetzt so viel sich dann wieder beschwert haben oder wieder mal gefragt haben, weil Microsoft da einfach wieder zu undeutlich war, was bedeutet das Free-to-Play, nur ein Charakter, muss ich alle anderen einzeln kaufen, kann ich die komplett kaufen, kostet mich das auf Zeitgeld oder wie läuft das? Und die haben dann gesagt, naja, okay, pass auf, ihr könnt die Charaktere alle einzeln kaufen, ihr könnt einen Season Pass holen, in dem dann natürlich etwas billiger alle Charaktere sind,
wenn ihr sagt, ich weiß jetzt schon, da sind zwei Charaktere, die werde ich nicht spielen, dann kann es sein, dass ihr spart, wenn ihr den Season Pass nicht holt. Ansonsten Season Pass ist ja immer ein bisschen günstiger, aber es wird auch im Nachhinein ein Komplettpaket geben, also quasi das Komplettspiel dann. Also, aber erst am Ende. Wollte gerade sagen, also hätte man doch eigentlich auch genauso gut einfach das Spiel, ein richtiges Spiel rausbringen können. Ja, ja gut, ich oder sag mal wirklich, also wenn ich, ja, es kommt drauf an. Also ich bin ja, ne, wie gesagt, ein Sammler in der Hinsicht und habe dann gerne alle Charaktere, selbst die, die ich nie in meinem Leben großartig spielen würde, würde ich dann gerne zumindest im Rooster zu sehen haben, dass ich sie bei immer mal einfach mal drin zum Training oder zum Angucken oder zum sonst was eine Runde spiele. Aber für die Leute, die jetzt sagen, jetzt ich mache das professionell und ich nehme nur die Tier-1-Characters und sprich die fünf, die am besten sind, durchschnittlich und den Rest nicht, für den, der hat sich dann natürlich definitiv gespart, wenn es wirklich ein Rooster von 30 Kämpfern geben wird. Ne? Ja, klar. Das schon. Also, ja. Dann die nächste Sache. Titanfall, das Exklusivspiel für die Xbox One, kam vom Developer die News, dass Xbox bzw. Microsoft die Exklusivrechte nur über ein Jahr im Besitz hat bzw. gekauft hat. Auf dem PC kommt das Spiel ja sowieso schon raus, aber nachdem dieses Jahr um ist, ich weiß jetzt nicht, es kommt glaube ich Anfang 2014, das würde dann bedeuten Anfang 2015, steht einem Release auf der Xbox 360, auf der PS3 und auf der PS4 nichts im Wege. Okay. So sprachen die Macher des Spiels. Also scheint es sehr wahrscheinlich, also, dass es dann überall noch zugänglich wird. Wobei die Frage ist natürlich, wenn sich die neuen Konsolen sehr, sehr gut verkaufen, wie lange und wie weit da noch die alten Konsolen supportet werden. Also ob man dann wirklich Mitte 2014, solche Sachen verschieben sich ja eh immer ein bisschen. Also sagen wir mal Mitte 2014, für 2015, so Mitte 2015, ja. Ob dann immer noch wirklich das so relevant ist, dass man sagt, okay, wir bringen es für die Xbox 360 und die PlayStation 3 raus, weil es Leute spielen, muss man gucken. Ne? Aber theoretisch ist es möglich und wie gesagt, es steht ihm nichts im Weg. Das hörte sich sehr positiv an, dass es dann noch kommen wird nach dem Jahr. Wer nicht warten kann. Kann sich aber noch ändern, ne? Oder? Also ich sag mal, die können jetzt auch sagen. Ja, natürlich. Kann Microsoft da noch was machen? Natürlich, die können noch sagen, hier, wir wollen. Die Frage ist natürlich, wenn das Jahr wirklich rum ist, inwieweit sich das noch lohnt. Solche Exklusivverträge sind natürlich sehr, sehr teuer. Lass mich lügen, für welchen Exklusivvertrag haben sie. Das war, glaube ich, sogar Titanfall. Titanfall Exklusivvertrag hat sie 50 Millionen gekostet? 50 Millionen Dollar? Alter Verwalter. Das nur für ein Jahr. Für ein Jahr, doch irgendwie sowas, oder? Lüge ich jetzt? Ich müsste noch mal gucken. Ja, ihr könnt es gerne dementieren und den richtigen Betrag, aber ich meine, es waren 50 Millionen, soweit ich das gelesen habe. Haben sie für den Exklusivvertrag bezahlt? Wenn sich dadurch, weil das ein geiler Titel ist, mehr Xbox One-Konsolen verkaufen, ist ja, würde ich sagen, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren der Reiz weg. Also ich weiß nicht, ob nach anderthalb Jahren immer noch viele Leute Titanfalls wegen dann zur Xbox One greifen. Das ist dann fraglich, inwieweit sich da ein weiterer Exklusivvertrag oder eine Verlängerung lohnen würde. Ja, okay. Da es ja eh auf dem PC auch kommt, also gibt es natürlich die Möglichkeit für viele zu sagen, nee, ich hole es mir für den PC. Naja, das auf jeden Fall dazu. Die ganze Info-Sache war von NeoGAF. Dann Assassin's Creed 4 gab es die ersten Multiplayer-Bilder beziehungsweise das erste Multiplayer-Gameplay. Ich bin ja ein echter Fan von der Multiplayer-Reihe. Ich finde, die haben sehr geil das Grundelement des Singleplayers in den Multiplayer gebracht. Ja, finde ich auch. Auch wenn so Roof Runner das ganze Gameplay in den im Arsch machen können mit ihren Aktionen. eins der wenigen Spiele, wo ich mich echt dann sehr aufrege. Das ist wahr. Ja, es ist einfach, ne, das Problem ist einfach, es geht größtenteils in Anführungsstrichen, man sagt halt, okay, jeder kann spielen, wie er will. Wenn einer sich nicht verstecken will und Kamikaze oder Rambo-mäßig durch die Menge toben will, okay, kann er das machen. Und wenn jemand meucheln will, heimlich sein will, Assassin-Style sein will, kann er das auch machen. Das Problem ist natürlich, wenn mein Ziel, das ich zu töten habe, die ganze Zeit auf Dächern rumrennt. Ja? Ich kann natürlich dann immer das Ziel wechseln und sagen, nein, den will ich nicht
oder versuchen, ja, ihn irgendwie zu flankieren, dass ich sage, okay, jetzt rennt er da lang. Aber wenn er sich partout nur auf Dächern befindet, das heißt, ich muss mal, bedeutet dann für mich, ich bin gezwungen, meine Tarnung aufzugeben, wenn ich jetzt nicht mit einer Pistole ausgerüstet bin und muss auch aufs Dach, um ihn zu kriegen. Was wiederum bedeutet, dass derjenige, der mich jagt, auch aufs Dach muss, um mich dann zu kriegen. Und im Endeffekt bedeutet es dann, dass eine reine auf dem Dach rumrennerei daraus wird. Ja, quasi eine ganz normale Jagd. Genau, das ist eine Sache, die find ich schade, denn der Multiplayer hat definitiv mehr zu bieten. Aber es geht, ja, mittlerweile geht da auch genug getarnt. Also die Roofrunner haben gemerkt, dass man damit nicht zwingend viele Punkte machen kann. Ausnahmen bestehen natürlich die Regel. Ja, jedenfalls, der Multiplayer von Assassin's Creed 4 Black Flag sieht wunderbar aus. Hat natürlich dann in dem Fall, wenn man es sich für die Next-Gen-Konsolen holt, auch die Next-Gen-Grafik. Sieht deutlich besser aus, sieht super, super detailliert aus. Und da gibt es halt, also abgesehen von den ganz normalen Sachen und wie man jetzt hier sieht, Keira Knightley lookmäßige Piratenbräute. gibt es einen neuen Mode, den sie bis jetzt vorgestellt haben, beziehungsweise erklärt haben, und zwar ist es der Mix-Mode, in dem könnt ihr, okay, selber einstellen, was Sache ist. Und zwar habt ihr bis zu 300 Einstellungsmöglichkeiten. Als Beispiel wurde da genannt, dass zum Beispiel an den ganzen Fähigkeiten oder an den ganzen Gadgets, man kann ja immer drei Gadget-Pakete mit jeweils zwei Gadgets mit in den Kampf nehmen, ne? Ist Pistole, ist es Giftpfeile, ist es sich tarnen zu können, etc., etc., Rauchbomben, allen möglichen. Da kann man dann zum Beispiel einstellen, dass man nur Pistolen, dann hat jeder Pistolen, ne? Oder man kann einstellen, dass jeder Kill nur einen Punkt bringt oder jede Aktion überhaupt allgemein nur einen Punkt bringt oder dass es überhaupt nicht um Kills gibt und solche Sachen. Also solche Sachen gibt es da. Naja, ich weiß nicht. Also für mich ist immer das Problem bei solchen Multiplayern ist, wenn man so viel mixen kann, dann ist es schwer, einfach nur ein standardes Spiel zu finden. Ja, ist vor allem, ne, wenn man die auch Menge. Ja, eben, ne, weil du hast jetzt eine coole Sache gefunden, was weiß ich, du magst, ich würde es nicht mögen, wenn ich nur Pistolen auswählen kann. Ja. Aber jetzt sagt. Nee, überhaupt nicht. Ne, jetzt hat da einer, der hat jetzt eingegeben, okay, man kriegt, was weiß ich, man kriegt nur Punkte, wenn man versteckte Kills. Das wäre natürlich eine Sache, die ich cool finden würde, wenn nur versteckte Kills zählen. Das heißt, man muss assassinmäßig heimlich agieren, sonst kriegt man keine Punkte. Das finde ich, ja, gut. Find ich wieder cool. So. Aber dann auf der anderen Seite kann sein, dass er auch eine Einstellung dabei hat, man darf als Beispiel keine Giftlinge benutzen oder so, was ich dann nicht so cool finden würde, wo ich dann wieder sage, okay, vielleicht nehme ich dann doch eher den Standard. Jedenfalls diese vielen Mischmöglichkeiten sorgen natürlich dafür, dass sich das Ganze sehr, sehr splittet. Sprich, die ganze, in Anführungsstrichen, Community oder die Online-Player splitten sich, weil alle ihren Favoriten von Spielart her haben. Ne? Und dann ist es nicht nur auf fünf verschiedene Game-Typen, Game-Modes verteilt, sondern ist dann in diesen Game-Modes noch auf verschiedene Einstellungen verteilt, was dann natürlich ein bisschen schade wäre. Ne? Gerade, weil man vielleicht zu Anfang auf den Next-Gen-Konsolen nicht allzu viele Spieler zur Verfügung haben wird. Naja, gut, dann ebenfalls eine Kleinigkeit. Tom Clancy's Rainbow Six Patriots von Ubisoft wird nicht mehr für Sysgen erscheinen. Ursprünglich war es geplant für die Xbox 360 und die PS3. Das Projekt wurde jetzt geändert und zwar auf einen Next-Gen-Titel. Okay. Ja, ich denke, einen großen Grund haben sie nicht genannt. Ich denke einfach, es ist noch sehr früh in der Entwicklungsphase des Spiels, sodass sie sagen können, okay, wir können ohne große Unkosten das Ganze noch abändern. Und zu einem Next-Gen-Titel machen. Und zum anderen wird es vielleicht dadurch, dass jetzt erstmal Tom Clancy's The Division rauskommen wird, bevor das hier rauskommen wird, sprich The Division vielleicht nächstes Jahr im November, Rainbow Six dann 2015 im November, dass sie dann sagen, da lohnt es sich eigentlich nicht mehr für uns als Third-Party-Titel, sagen wir, okay, wir hören auf, Sys-Gen-Titel zu produzieren. Ja, vor allem, die sehen ja auch immer fett aus. Also auch Rainbow Six sah ja bis jetzt von der Grafik immer sehr gut aus. Ja. Vielleicht wollen sie sich einfach nur noch erhöhen. Ist ja klar, mit der Next Gen. Ja, wie gesagt, vielleicht spekulieren sie einfach darauf, dass bis dahin genug die neue Konsole haben, dass sich das lohnt und die alte Konsolenverkäufe vielleicht langsam runtergehen. Weil, naja, auch wenn Microsoft und Sony sagen, sie werden weiterhin die Sys-Gen-Konsolen supporten, ist ja die Sache, ist ja schön, wenn die selbst das machen oder wenn viele
kleinere Firmen das dann machen oder viele Free-to-Play-Sachen auf den alten Konsolen dann kommen werden, aber die großen Firmen, die Third-Parties, Third-Party-Developer, die Multiplattform-Leute, die werden sich alle daran orientieren, was die Verkaufszahlen sagen und ja, sollten die neuen Konsolen einschlagen und dann nächstes Jahr um diese Zeit 50%, 60%, 70% des Marktes haben, dann werden viele sagen, okay, dann brauchen wir nicht mehr für Sys-Gen machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 5 Jahre lang Ubisoft, also die nächsten 5 Jahre Ubisoft noch weiterhin Assassin's Creed für beide oder für alle 4 Konsolen herstellen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte ich mir nächstes Jahr nochmal Assassin's Creed 5, könnte ich mir das nochmal vorstellen, aber Assassin's Creed 6 spätestens wird definitiv ein reiner Next-Gen-Titel werden. Ja, das auf jeden Fall. Wenn nicht sogar 5 schon, aber gut, nächstes Jahr wird nochmal. Also Assassin's Creed 5 kommt nochmal, danach ab 6 nur noch Next-Gen. Wie du sagst, erstmal abwarten, wie sich bis zum 6. oder bis zum 5. Teil, sag ich mal, die Konsolen verkauft haben. Ja. Die wären ja blöd, wenn die Konsolen nicht verkauft werden und dann nur noch dafür rausbringen. Naja, ja? Klar, das werden sie nicht tun. Bringt aber nichts, dann machen sie es eh für die Alten mit, weil Hauptsache, ja. Ja gut, ich finde, ne, wie gesagt, allgemein sind die Next-Gen-Konsolpreise relativ gut. Ne? Ich meine, wenn man guckt, wie viel ein Tablet kostet, zum Vergleich, was ja gut, andere Kundenstamm ist das schon, aber ja, aber trotzdem. Ne, man guckt ja trotzdem mal, was kann iPhone man sich holen. Genauso. Ne, man sitzt jetzt sage ich mal, jetzt, wenn es kein reiner, richtiger Core-Gamer ist, sondern allgemein jemand, der ein Game-Fan ist und der hat schon immer in Planung gehabt, weil mit so einem Pad, ein Tablet kann man ja auch viele andere Sachen machen und der sagt dann, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, hole ich mir eine Next-Gen-Konsole oder hole ich mir ein Dings, dann ist es denke ich schon wichtig, dass der Preis, dass er dann vielleicht sagt, okay, ich hole mir ein Tablet, weil auf der PlayStation, Xbox, die jetzt, ne, Sys-Gen-Konsolen kann ich immer noch spielen, gut, dass ich das noch nicht brauche oder so, aber naja, wie gesagt, ich denke, der Preis ist gut und es wird sich auf jeden Fall mehr verkaufen, als es damals mit der Xbox 360 und der PS3 jeweils der Fall war zum Launch. Ja, die waren ja auch definitiv sehr teuer. Wobei die natürlich auch wieder ein Jahr auseinander lagen, dadurch haben viel mehr Leute die Möglichkeit gehabt, beide zu kaufen, weil erst kam die Xbox, die haben sich viele geholt, ein Jahr später die PlayStation, die konnten sich dann auch viele holen. Jetzt, wo sie beide sehr zeitnah aneinander rauskommen, ist das natürlich eine Sache, das ist natürlich eine geldliche Frage Klar. für viele auch. Ne? Für mich wäre es das auch eigentlich, aber ich habe mich eh schon entschieden. Naja, so, dann geht's weiter mit einer kleinen Nachricht für PlayStation Plus-Mitglieder, beziehungsweise allgemein. Wie viele von euch wissen, wird auf der PlayStation 4, sprich den Next-Gen, wird es wie bei Xbox Live Gold. Ne? Xbox Live Gold ist Voraussetzung, um Online-Multiplayer zu spielen. So wird es auch mit PlayStation Plus sein von Sony, dass in Zukunft nur online gespielt werden kann, wer PlayStation Plus-Mitglied ist. Jetzt gibt es ja viele Free-to-Play-Titel wie DC Universe Online, wie das bald kommende und sehr geil, Leute, zieht es euch rein, Warframe, oder wie auch Planet Side 2, das jetzt schon für den PC erhältlich ist. Oder auf der Xbox gibt es halt World of Tanks und ähnliches. Und ja, Sony hat halt gesagt, es wäre kein Free-to-Play-Titel, wenn wir monatlich die 3-5 Euro für die Plus-Mitgliedschaft verlangen würden, oder ne, wie bei Microsoft für die Gold-Mitgliedschaft ist. Hast du natürlich recht. Ne, dann ist es ja kein Free-to-Play-Titel. Und dementsprechend sind Free-to-Play-Titel wie Warframe, Planeside 2 und DC Universe Online auf der PlayStation von dieser Regelung ausgenommen. Das heißt, ihr müsst kein PlayStation Plus-Mitglied auf eurer PlayStation 4 sein, um diese Free-to-Play-Titel zu spielen, online im Multiplayer. Das ist so eine coole Sache. Das könnt ihr trotzdem. Das finde ich sehr cool. Ist mitgedacht. Es ist sehr, sehr konsumentenfreundlich. Ja, ist eine coole Sache. Ja, dann Destiny. Destiny gab es ein paar weitere Infos. Willst du was erst sagen? Soll ich was sagen? Sollen wir uns anschweigen? So ein bisschen, ja, das können wir natürlich auch machen. Ja, man sah halt so ein bisschen, ne, war mehr so ein Trailer, wo man auch das natürlich die Gameplay-Szenen sah von der E3, die auch sehr geil waren. Ich freue mich immer noch sehr auf das Spiel. Und da sah man mehr so, dass man die Waffeln gab's die Waffen. die Waffen leveln kann und aufrüsten kann. Das sah sehr detailliert aus, muss ich sagen. Also es sah sehr cool aus. Ja, ich habe dem Typen auch zugehört. Du hast mir dann nur die Bilder angeguckt. Ich habe auch so. Ich jetzt nicht nennen, aber okay.
Arschloch. Ja, also man kann auch alleine spielen, hat er gesagt. Es ist kein Muss-Multiplayer-Spiel, Destiny. Also man kann auch ganz allein die Welten von Destiny erforschen. Ja, es gibt natürlich den Loot, so wie in allen anderen Dingern, wo man dann halt typische Sachen kriegt, wie Waffen, wie Gadgets, wie Rüstungsteile für den Charakter, die extrem detailliert sind. Also sie wollen dafür sorgen, dass man wirklich die Möglichkeit hat, seinen Charakter so einzigartig aussehen zu lassen. Jetzt ist die Sache natürlich, es ist ein Spiel, das heißt, ich kann noch so Millionen Einstellungsmöglichkeiten haben. Ich hab diese Einstellungen in dem Spiel vorgenommen, so kann es jeder andere auch. Also theoretisch kann natürlich jeder aussehen, wie ich aussehe, von meiner Figur her. Ne? Also ja, klar. Von der Spielfigur her. Und aber sie wollen halt möglichst viele Möglichkeiten bieten, dass man, abgesehen von Farbe, von Rüstung, also dass es nicht immer so eine beste Rüstung gibt und die muss man tragen, sondern haufenweise verschiedene Rüstungen, ne, die gleich von den Stats her gleich sind, sodass man sagen kann, okay, ich kann mir das. Viele Kleinigkeiten, die man selten findet, irgendwelche Extras, die, ja, wie soll ich sagen, wie nennt man das am besten, irgendwelche Features. Ja, irgendwelche so kleine Details, genau, ne? Das, was weiß ich, jetzt sage ich mal einfach blöderweise, eine Kette oder ein Kniepad oder ein Verbund um den Oberarm wegen einer Wunde oder solche Sachen. So kleine Extras, die mit der Rüstung an sich nichts zu tun haben, aber dann den Charakter ein bisschen rausstechen lassen, halt. Ne? Das ist ja eine coole Sache. Sowas ist halt geplant, finde ich sehr cool. Ja, es gibt dann halt in der Spielwelt allgemein Private und Public Orte. Also die Private Orte sind die, wo du dann halt alleine durch die Gegend rennen kannst. Und dann gibt es spezielle Public Orte, wo dann halt auch frei aufeinander rumgeschossen werden kann. oder wo dann halt so Public Events laufen. Diese Public Events sind halt irgendwo auf der Welt, gibt es halt so bestimmte Bereiche, in denen die passieren können. Und da ist es dann halt so, dass irgendwelche speziellen Ereignisse, wie wir in der E3-Demo, wie man da sehen konnte, halt, dass irgendein Angriff stattfindet von Aliens auf diesen Staudamm, der da war. Ne? Die wollten den Staudamm angreifen und wenn du gerade in der Nähe bist, kannst du hingehen und kannst diesen Staudamm verteidigen. Wenn keiner da ist, ich weiß nicht, wenn ein Baum im Wald umfällt und keiner es hört, fällt er dann um quasi. So nach dem Motto, keine Ahnung. Entsteht dann ein Geräusch eigentlich, aber okay. Ach so, so geht das, na gut. Nee, aber so nach dem Motto halt, ne, ist dann die Frage, okay, machen Sie den Staudamm dann kaputt? Ja, wie kaputt ist der dann? Also wenn ich das nächste Mal da lang komme, ist der dann kaputt. Aber es sind halt nicht nur so einzelne Sachen, so wie Angriffe, oder es kann immer was anderes passieren. Jetzt, wenn wir diese Ecke des Staudamms als Beispiel nehmen, viele wollten natürlich nicht sagen, aber es kann natürlich ein Alien-Angriff sein, es kann ein technischer Defekt sein, dass das Ding aufbricht, es können wilde Tiere da angreifen, es kann alles Mögliche. Also es soll dynamisch bleiben, es sollen immer verschiedene sein, es soll ein guter Mix sein. Es soll allgemein auch ein guter Mix zwischen Story und dem Multiplayer sein. Also dass es in gewisser Weise zusammenhängt. Das Kämpfen gegen andere und das Kämpfen im Sinne von Missionen erfüllen, die mit NPCs zu tun haben. Ja, klar. Das hört sich auch gut an. Ja, mehr werden wir sehen, wenn es dann auf allen Plattformen Anfang bis Mitte 2014 erscheint. Ja. Ne, wie genau werden wir dann sehen, wann. So, dann als nächstes The Crew, das Autorennen-Räuberspiel. Koop. Koop, Rennen, Multiplayer-Koop. Spiel, Rennspiel von... Das Rennspiel von Ubisoft. ja, es gab einen kleinen Einblick in die Personalisierung, beziehungsweise das Tuning, das optische Tuning von... das man per Tablet sogar machen kann oder per Smartphone halt. Sodass man halt ne, seine Vinyls aussuchen kann, seine Tuningteile, seine Farben, das lackieren kann, irgendwelche optischen Sachen draufzeichnen kann, ähnliches. Das geht übers Tablet sogar, natürlich auch über die Konsole direkt, aber man kann es übers Tablet, das heißt, ja, ich sitze jetzt in der Bahn, ne, eine gute Internetverbindung vorausgesetzt, muss vielleicht nicht unbedingt eine WLAN-Verbindung sein, vielleicht reicht eine Mobile, wissen wir noch nicht, aber je nachdem, ich bin unterwegs oder ich bin in einem Café oder irgendwo, dann kannst du dein Tablet zücken und kannst ein bisschen an deinem Auto designen und rumschrauben quasi. Finde ich eine ganz witzige Sache. Ja.
Ja, dann gibt es Minimissionen. Also während du halt, es gibt einen Story-Modus ganz normal, den du machen kannst. Dann kannst du natürlich auch einfach offen durch die Gegend fahren. Und da gibt es immer so kleine Minimissionen, die dich dann immer auf Trab halten. Als Beispiel hatten sie da genannt, halt zum Beispiel auf der Ideallinie bleiben für so und so lange. Das heißt, da ist eine Straße, so ein schnellerer Straßenabschnitt und da war damit leicht blau eine Ideallinie angezeigt. Und wenn du für bestimmte Zeit auf der bleibst oder für eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Tempo hältst und solche Sachen, so kleine Mini-Erfolge, die man da immer machen kann, die werden Skills genannt. Ja, dann ist das Ganze, die Map ist aufgebaut wie bei Google Maps. Also du kannst reinzoomen. Es spielt natürlich in Nordamerika und du kannst dann ganz Nordamerika sehen und kannst dann reinzoomen. Überall, wo gerade was geht und kannst gucken. Und in Echtzeit wird dir angezeigt, welche Spieler sich wo befinden auf deinem Server, was da gerade so geht, etc. Ja, dann gibt es Medaillen für die Mission natürlich auch. Story-Modus, der kein Muss ist. Und was ich ganz witzig fand, um mal die Größe der Karte, also wie gesagt, es war Nordamerika und wenn man von Ostküste zur Westküste fährt mit dem Auto, man kann natürlich sich teleportieren, du kannst dich an bestimmte spezielle Punkte hin teleportieren quer auf der Karte, ne? Das ist bestimmte, wie im echten Leben halt. Genau, halt, ne? So quasi wie wenn du ein Flugzeug benutzen würdest dann halt, ne? Gibt es überall verteilt so ein paar Punkte, wo du hin kannst, damit du nicht immer solche Strecken fahren musst. Aber würdest du von der Westküste bis zur Ostküste fahren, würde das circa 5 Stunden dauern. Das heißt, ja, finde ich sehr geil. Also das, um mal die Größe der Map des Spiels deutlich zu machen. Ich fahre an der einen Seite los, dann brauche ich 5 Stunden, bis ich von der Ostküste an der Westküste ankomme. Weißt du, welches Problem entstehen wird? Wir werden es machen. So oft verfahren, Alter. Ja gut, du hast ja dein Navi, das ist ja kein Problem. Sagst du jetzt? Ja, auf jeden Fall, dass es, wie gesagt, geht. Dann gibt es verschiedene Tuning-Kits, wie man schon in dem Trailer auch gesehen hat, dass einer so sportwagenmäßig war, einer Offroad und die sind Circle, das ist so richtig tiefes Rennen, richtig tiefe, schnelle Rennmaschine. Tuning Pack, dann Tuning Kit, so. Dann Streets hat den, würde ich sagen, ganz normale Straßenrennmaschine. Perf, frag mich nicht, was Perf ist. Nee, keine Ahnung. Dirt und Raid. Dirt ist Offroad, ne, dass er durch die Pampa fährt. Und Raid ist so richtig, richtig hoch, dass du auch an der Beach durch die Wüste quasi fahren kannst, über Sand und so. Also ist nochmal ein Stück höher als die Dirt. Fahrzeuge. Ja, was war das andere? Perf. Ich weiß nicht, was Perf ist. Er vielleicht nur gepanzert Perf. Oder so? Nein, gepanzert was nicht. Sah man? Was hatten wir da? Wir hatten Rennmaschine, Straßenmaschine, Offroader, ja, vielleicht so ein Mittelmaß zwischen Offroad und Straße oder so. Ich weiß auch nicht. Ich kann damit diesen Begriff nicht sehen anfangen. Wir ja dann, ne? Na, eben. Werden wir sehen. So, dann endlich ist es soweit. Watch Dogs Multiplayer Informationen sind da. Und also der Multiplayer wird, wie man schon sich denken konnte, nahtlos beim Spielen. Du kannst halt quasi entscheiden, ob du online spielst oder offline. Wenn du online spielst, im Anführungsstrichen, bedeutet das ähnlich wie es bei Brink. Die haben es jetzt ziemlich früh am Anfang versucht, Splash Damage, was ein bisschen in die Hose gegangen ist, obwohl es ein an sich ganz gutes Spiel gewesen ist. Da wusste man dann leider dadurch, dass es wirklich ein reiner Competitive Multiplayer ist, wusste man halt nie, bin ich jetzt mit echten Gegnern oder sind das KI, die einfach nur blöd sind, weil die dann auch noch echte Namen hatten, also war ein bisschen unübersichtlich das Ganze in meinen Augen, hat sich halt nicht vernünftig angefühlt und wenn jemand nur mit Online-Spieler spielen wollte, war das halt nicht wirklich möglich, weil die Lücken immer mit Bots gefüllt wurden und wenn es nur Lücken gab, dann hast du halt nur mit den Bots gespielt. Naja, jedenfalls, da wird es ja ähnlich sein. Ich denke mal, es wird sich ein bisschen wie bei Red Dead Redemption sein. Da ist es zwar nicht nahtlos, aber wer das kennt, weiß, man kann in den Online-Multiplayer gehen und kann, abgesehen von den Story-Missionen, alles machen. Du kannst Banditenhäuser auseinandernehmen, du kannst Schießereien anfangen mit Wildfremden, mit den Marshals, du kannst irgendwelche Minimissionen erledigen. Solche Sachen gehen halt alles. Im Multiplayer. Und der Multiplayer wird halt so sein, du spielst und kannst dann einstellen, ganz normal wie Singleplayer-mäßig, du rennst durch deine Stadt und kannst dann einstellen, ob du das online machen willst oder offline. Entscheidest du dich für online, kann jederzeit irgendein Spieler in dein Spiel rein und dich hacken
und dich angreifen. Während du natürlich Story-Missionen machst oder Mini-Missionen machst, da Singleplayer-Missionen machst, ist das natürlich blockiert, sodass nicht irgendwie jetzt jemand, was weiß ich, du hast gerade eine Verfolgungsjagd, die ist wichtig für deine Story-Modus, du hast den Typen fast eingeholt, auf einmal kommt irgendein Irrer von der Seite und boxt dich mit seiner Karre voll von der Straße runter. Und die Mission ist im Arsch und was weiß ich, du versuchst es nochmal, aber dieser Typ hängt halt die ganze Zeit dir am Arsch und ruiniert dein Erlebnis, in Anführungsstrichen. So wird das natürlich nicht passieren. Also während du spezielle Missionen machst, geht es nicht. Das heißt, richtige Story-Mission oder Nebenmission aus der Story. Es gibt spezielle Multiplayer-Missionen, die man zu mehreren machen kann quasi. Das heißt, es geht nicht immer darum, dass du eine Schießerei mit dem anderen anfängst oder ihn hackst, sondern du kannst ihn auch mal beschützen oder mit ihm zusammen agieren. Mhm. Das geht alles. So, und das Ganze läuft halt so ab, du spielst ganz normal online dann quasi dein Spiel, sprich du läufst durch deine Stadt und machst irgendwelche Faxen. Ist ja ein Open-World-Spiel, ganz normal, wie man es aus GTA kennt. Du machst irgendwelche Faxen, jagst Verbrecher oder wirst selber zum Verbrecher, hackst irgendwelche Sachen und guckst in ein Wohnzimmer rein, was auch immer du da so machst. und dann kommt jemand, der dich hackt. Dann siehst du klein auf deinem Bildschirm, dass du gehackt bist und Ausrufezeichen mit einem roten Ding. Dann langsam halt die Prozentzahl, wie weit du gehackt wurdest. Und überall auf alle Zivilisten in deiner Umgebung, die du halt mit deinem Handy dann den Personalcheck machst quasi, den Personencheck, ist dann blaues Fragezeichen oder sowas ähnliches drüber. Und du musst dann halt alle einzeln durchgehen und checken, wer ist das, ne? Wie ist sein Name, was macht er? Und muss dann gucken, wer ist es. Er muss auf jeden Fall freies Sichtfeld zu dir haben, ansonsten kann er dich nicht hacken. Du kannst dich dann natürlich auch übergeordnet irgendeine Kamera hacken, damit du einen besseren Überblick hast und weiträumiger scannen kannst. Hast du ihn dann gefunden, musst du ihn erschießen, damit es aufhört zu hacken. Also wenn er tot ist, kann er dich nicht mehr hacken. Wie logisch. Ne, du springst dann eine Schießerei quasi mit ihm an. Und muss sich dann beeilen, bevor er dein Handy gehackt hat, dass du ihn erwischt hast. Wenn er dein Handy gehackt hat, kriegt er halt Bonuspunkte oder Allgemeinpunkte, Geld, was auch immer. Und kann dann natürlich wieder aus deinem Spiel verschwinden nach einer gewissen Zeit. Eine gewisse Zeit muss er noch drin bleiben halt. Kann dich natürlich auch einfach dann über den Haufen schießen, ähnliche Sachen. Wenn du gehackt wurdest, dann aktiviert sich so eine Firewall, dass du für eine bestimmte Zeit nicht gehackt werden kannst. Jedoch auch nur, wenn du möchtest. Wenn du sagst, nee, ich will weiter gehackt werden, dann geht das natürlich. Oder wenn du sagst, ich will mich bei dem Wichser rächen, dann ist deine Firewall auch aus. Also wenn du sofort in ein Spiel von ihm dann reingehst, um ihn zu hacken, hast du natürlich auch keinen Firewall-Schutz mehr. Oder wenn du ihn dann in dem Spiel, in deinem Spiel, wenn ihr euch beide oder mehrere Leute, 5, 6, 7 Leute sich da befinden. Dings wird so. Gibt es halt so kleine Missionen, die andere per Tablet bauen können. Also du kannst, ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei den Hitmans, Absolution Contract Mode. Ich weiß nicht, hast du ja mal gespielt gehabt oder hast du noch nicht zugekommen? Ne? Also das ist so, man kann halt Missionen machen. Ich habe beispielsweise bei Hitman habe ich eine Mission gemacht, da gab es so einen chinesischen Marktplatz und dann habe ich geschrieben, da war eine Frau, die hieß Mrs. B. Die Mission habe ich dann Killer B genannt. Und du kannst dann halt, also im Hitman war es so, du machst diese Mission, tötest diese, du hast ein Objekt, ne, eine Figur, die du töten musst, aus irgendeinem Grund, weil sie in Wirklichkeit irgendjemand Kriminelles ist. Und du musst das so schnell wie möglich machen. Und derjenige, der diesen Auftrag annimmt, muss es genauso machen wie du und dich dann in der Zeit schaffen, zu schlagen. Ne? Ich habe dann beispielsweise, was dann bei mir das Schwere war, die hat halt so einen Sushi-Stand gehabt und da standen haufenweise Zivilisten drum und ich habe sie mit einem C4-Sprengstoff in die Luft gejagt. So, das muss man natürlich schaffen, ohne die Zivilisten drumherum zu töten, sonst ist das Ganze misslungen. Mein Trick war aber der ganzen Sache halt, ich habe das C4, bin ganz schnell ganz kurz hinter ihren Laden gegangen, bevor sie sich beschwerte, die beschwert sich dann natürlich sofort, habe das Ding hingeschmissen, bin da weg und habe dann vor ihrem Sushi-Stand immer hin und her gegangen, sodass ich langsam die NPCs von dem Stand weggedrückt habe immer. Sobald alle weit genug weg vom Stand waren, bin ich weggerannt, habe das C4 gezündet und habe nur sie erwischt dadurch. Und das war dann für die anderen halt schwer. Ne? Die haben dann auch erstmal geguckt, okay, ich muss es mit C4 machen, hab's gemacht, aber hab's Zivilisten getötet. Scheiße. Naja, so viel dazu. Also so ähnlich. Du kannst halt kleine Missionen machen. Das sind zum Beispiel auch, dass du bestimmte Abschnitte in der Stadt zu einer Rennstrecke machen kannst und sagen kannst, okay, hier, auf diesem Abschnitt musst du innerhalb von der Zeit gewesen sein, ne? So Rennabschnitte machen oder irgendwelche kleinen, also
Bekannt ist halt nur, per Smartphone und Tablet kann man Mini-Missionen erstellen. Ja? Okay. Hört sich auch cool an. Guck mal. Die man dann freistellen kann für andere. So, ja, eine Sache, die mich dann jetzt ich noch frage. Also, wenn du online spielst, du selber siehst dich immer als Aiden Pierce, ja, der Hauptcharakter. Wenn andere Leute in dein Spiel gehen, sehen die aus wie Zivilisten für dich. Aber nur für dich. Das heißt, sie selber sehen sich als Aiden Pierce. Also sprich, jeder sieht sich selbst immer als Aiden Pierce und die anderen als irgendwelche Zivilisten. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit das steuerbar ist, denn ich habe hier, das seht ihr jetzt auch, gerade auf dem Fernseher da, es gibt einen Pre-Order-Bonus, ja, von Ubisoft, also sprich von Uplay selber. Ich hoffe, du hast jetzt auch gerade vor Augen, ja, ne? Ja, habe ich. Und da sind dreimal, wie ihr sehen könnt, drei Multiplayer-Rewards, und zwar dreimal Multiplayer-Skins, dreimal Perks und dreimal Faction-Tags. Und wie ihr da seht, sind da so verschiedene Kostüme. Das heißt, der eine hat so eine Totenkopfsturmhaube auf und ist blau angezogen, der andere hat so eine Hitman-rote Krawatte, eine schusssichere Weste und der dritte ist so ein bisschen wie ein Gangster mit Tattoos. Jetzt frage ich mich, wenn ich mich selbst immer als Aiden Pierce sehe, was bringen mir diese Skins? Also ich werde die selber ja nie zu Gesicht bekommen und die Frage ist, wie weit kann ich mir das aussuchen? Denn ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nochmal da drauf guckt, der dritte Typ mindestens, ich meine, der Typ mit der Totenkopfmaske ist auch sehr auffällig, der würde mir unter Zivilisten definitiv auffallen, genauso wie der andere Typ mit Sturmhaube und schusssichere Weste. Und ja, der dritte zutätowierte Gangster mit Dings. Also ich weiß nicht, wie das ablaufen soll. Ich habe die Bilder gesehen und fand es sehr geil. Übrigens auch hier die Singleplayer-Klamotten hier mit dem Chicago-Outfit, dem Cyberpunk-Outfit. Ja, finde ich auch cool. Dann gibt es noch ein sehr geiles, was erstmal nur bei Amazon Amerika ist. Da hat er so ein ja, ich sag mal, Hip-Hop-Outfit-mäßig an. Das heißt, er hat natürlich auch wieder so wie bei den anderen Outfits so eine Weste, also einen Mantel an. Der ist aber, sie ist halt ein bisschen in Orange leicht und hat so, er hat dann so Turnschuhe an, eine Baggy-Hose und so New York Yankees, New Era Cappy auf. Natürlich nicht von New York Yankees, sondern mit dem Logo von Watch Dogs, aber sieht halt auch cool aus. Ja, ich frage mich halt, welchen Sinn haben diese Multiplayer-Bonus, den man da bekommt? Also, kann ich mir mein Outfit aussuchen, wie mich andere sehen oder nicht? Denn soweit, dass man das in der Demo, im Demo-Spiel sehen konnte, war das nicht so. Also die wirkten halt echt wie normale Zivilisten, was diese, wie man sie ja sieht, diese Multiplayer-Bonusse nicht aussehen. Kann sein, dass es vielleicht dann noch andere Multiplayer-Modes gibt. Halt, ne? Wollte ich gerade sagen, vielleicht gibt es andere Multiplayer-Mods, wo das wichtig ist. Was weiß ich, was du machen musst. Genau, dann, dass, man, ja, dass man da einfach so Deathmatch, dass es vielleicht ein klassisches Deathmatch auch gibt halt, ne? Dass man so 5 gegen 5 oder was spielt und dafür die Dinge halt nehmen kann, dass man so Gang gegen Gang oder irgendeine Scheiße, aber naja, soweit wie jetzt über den Multiplayer bekannt ist, machen diese Dinger hier absolut keinen Sinn. Ja, eben. Würde ich sagen. So geil sie aussehen. Also ich habe mich gefreut, als ich die gesehen habe. Das war wenigstens das erste Indiz auf dem Multiplayer. Ja, ich bleibe weiter gespannt. Ja. Also wir werden sehen. Eben, ich freue mich auch schon. Gucken wir mal. Definitiv. Wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Kommt im November diesen Jahres für SIS und für Next-Gen-Titel raus, Konsolen raus. So, dann wollten wir jetzt noch auf eine Kleinigkeit eingehen aus dem letzten Corecast. Ja. meine Aussage darüber, dass Cut Games auf der Xbox One Cut Games beziehungsweise indizierte Titel nicht auf den deutschen Konsolen spielbar sein werden und habe da dementsprechend meine Gründe für genannt, warum ich diesen Verdacht habe und warum der mit jedem weiteren Aussage, die in die Richtung geht, von Microsoft deutlicher wurde, bis es dann letzten Endes jetzt für mich ziemlich eindeutig ist, sage ich ja so. Ja, kann natürlich jeder seine Meinung sagen, wie ich auch im letzten Corecast gesagt habe, wenn es eine längere Diskussion ist oder wenn ihr mehr zu sagen habt als zwei Sätze, macht das nicht in den Kommentaren, denn wie ihr selber wisst, in den Kommentaren ist man beschränkt auf 90 Zeichen und die sind schnell voll und dann muss man das splitten auf 2 oder sogar 3 Kommentare und dann kommt meine Antwort, die muss natürlich auch auf 2, 3, 4 Kommentare gesplittet werden und ehe man sich versieht, ist die erste Seite voll mit einer Riesendiskussion, die man mit irgendeinem oder ein Gespräch, das man mit irgendeinem anderen YouTuber führt und was die anderen Leute nicht unbedingt interessiert, weil man vielleicht auch ein bisschen abschweift von dem eigentlichen Thema. Ja, haben sich leider nicht so viele dran gehalten. Also wer auch immer da einen Kommentar gemacht hat, dass ich nicht mehr beantworte,
liegt dann daran, weil es mir einfach too much ist. Ein paar haben sich dran gehalten, haben mir per PM geschrieben, mit denen ich auch ein bisschen darüber geredet habe, warum das so ist, wie sie das so sehen. Jeder hat seine Meinung. Manche sagen, nein, das ist nicht so. Manche sagen, ich find das ein bisschen viel interpretiert. Manche sagen, okay, klingt plausibel, was du dazu sagst, etc. etc. Und andere sind sehr beleidigend geworden. Also ich muss auch sagen, ja. Leute, es ist, bleibt alle ruhig. Also ich habe da diverse Sachen gekriegt von Arschloch-Hurensohn bis sonst wohin, wo ich denke, Alter, was stimmt mit euch nicht? Ja? Dass ich sowas sage. Und bin ich nicht weiter darauf eingegangen auf solche Leute, wobei auch dann die dann meist auch mit in dieser Beleidigung noch den Begriff Fanboy drin hatten. Das, ja? Also sie haben uns, mich, dich, Zenz auch, ja. Ja. Wir sind PlayStation-Fanboys, wurde gesagt. Dazu möchte ich sagen, ich weiß nicht, in meinen Augen macht ein Fanboy aus, dass man erstens sich nur für eine Konsole oder für eine Plattform interessiert und dass man diese Plattform für die beste hält, selbst wenn es das definitiv nicht ist. Ich meine, es kann auch sein, dass man natürlich, man hat seine Argumente, im Endeffekt ist es jedem seine Vorliebe. Ja, aber wenn man halt stur darauf besteht und sagt, alles andere ist scheiße, die eine Konsole ist gut. Und dazu möchte ich sagen, ich bin Besitzer, ja gut, mittlerweile habe ich sie vielleicht nicht mehr, alle Konsolen, aber ein paar habe ich immer noch. Ich habe mir die PlayStation geholt. Ich hatte die PlayStation 2 und die Xbox. Ich habe die PlayStation 3 und die Xbox 360. Ich werde die PlayStation 4 zum Launch holen und die Xbox One irgendwann. Mit den Sachen, die da jetzt so sind, bin ich nicht begeistert. Das liegt einfach daran, dass ich sage, manche Sachen sind einfach too much, die Microsoft macht. Ja. Und für mich hat das Ganze Microsoft ein bisschen versaut, sodass ich viele Sachen einfach sage, Alter, Leute, das ist scheiße. Und dementsprechend finde ich auch gewisse Sachen scheiße von Microsoft in Bezug auf die Xbox One. Ich weiß nicht, das macht mich in meinen Augen nicht zu einem Fanboy, denn ich will jetzt einfach mal ein paar Fakten sagen. Und definitive Fakt ist, die Xbox One ist Performance schwächer. Ja, ich weiß, Microsoft möchte per Streaming, per Cloud, Grafikberechnungen über die Cloud abwickeln, sodass diese Verschlechterung, diese Einbuße wieder rausgemacht ist. Wie weit das klappen wird, ist fraglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es voll klappt. Jemand, der sich mit Informatik auskennt, der weiß auch, dass es fraglich wird, ob das so 100% klappt. Fakt ist, es wird auf jeden Fall auf Kosten eures Pings passieren und Fakt ist, man braucht dementsprechend eine durchgehende Internetverbindung. Okay, bei Multiplayer-Games ist das sowieso gegeben, aber spiele ich offline, ne, für die 23 Stunden, die mir offline bleiben, spiele ich da offline und dann bleibe ich auf meiner schwächeren Performance sitzen. Ja? Wer jetzt sagt, das ist nicht wahr, dem möchte ich einfach nur zwei Sachen. Es gibt noch viele andere Sachen, die darauf hinweisen. Wer sich auskennt mit der CPU, mit der GPU, der weiß das eigentlich und der diskutiert da nicht rum. Sogar Microsoft selbst hat es gesagt, ja, aber unsere schwächere Performance machen wir durch die Cloud wieder gut. Jedenfalls ist es die Performance, schwächere Konsole, ich sag nur DDR3, was die 8 GB RAM sind bei der Xbox One, zu GDDR5, was die 8 GB RAM bei der PlayStation 4 sind. Und des Weiteren, die Berechnung beide laufen auf 800 MHz. Die PlayStation 4 hat 1,82 TFLOPs, während die Xbox One nur 1,22 TFLOPs hat. Alles andere sucht es euch selber aus dem Internet raus. Das sind einfach Fakten und das sind Fakten, die mir sagen, Microsoft verkauft die Performance-schwächere Konsole für 100 Euro mehr. Diese 100 Euro mehr sind vielleicht in den USA berechtigt, denn die Xbox kann so viel mehr, außer nur spielen. Das ist wahr, das ist Fakt, das ist aber US-spezifisch. Also wir werden sie nicht als Receiver benutzen, wir werden sie nicht für Netflix benutzen können, wir werden so viel Scheiße damit nicht machen können. So dass ich sage, und sowieso, selbst wenn man damit 1000 Sachen machen kann, die in Deutschland damit gehen, auch wenn die PlayStation 4 irgendwas kann, besonders außer spielen, es sind alles Sachen, die mich nicht interessieren. Ich bleibe dabei, dass für mich ist es eine reine Spielekonsole und für mich reduziere ich beide Konsolen auf das reine Spielen. Und wenn ich dann eine performance-stärkere Konsole für 100 Euro weniger kriege, dann ist das für mich ein Kaufgrund. Und davon abgesehen halt diese ganzen Cut-Game-Sachen, dass ich für DLCs von indizierten Spielen eine VPN brauche, hat dafür gesorgt, dass ich viele indizierte und geschnittene Titel mittlerweile auf der Sixth-Gen-Konsole nur noch auf der PS3 spiele. Deswegen, ja.
So viel, so viel da. Also deswegen würde ich sagen, ich bin kein Fanboy, denn ich habe immer schon alle Konsolen besessen. Ja, wollte ich auch gerade mal eben. Ist in meinen Augen jemand, der nur eine Konsole hat und sagt, das ist die beste von allen und ja, ist egal, was andere sind. Naja, im Endeffekt jeden seine Meinung. Ich finde, naja, gut. Ich wollte auch mal so... Fanboy, leg los. Also ich möchte als erstes anmerken, ich hatte die 360 bestimmt über ein Jahr vor der PlayStation 3. Weil ich sie direkt geholt habe, weil ich ein riesen Xbox-Fan bin. Ich habe auch die Xbox damals direkt gehabt. Ich habe mir die Xbox geholt, anstatt die PlayStation 2, weil ich wollte die Xbox haben. Keine Frage, ich war ein PlayStation-Fan. Ich habe natürlich auch eine PlayStation 1 gehabt und natürlich besitze ich alle. Um genau zu sein, weil ich ein Fanboy. Also, du weißt ja selber, wie es bei mir im Zimmer aussieht. Ich habe vom C64, Atari etc. pp. Alles. Bis zu den jetzigen Konsolen. Und ich werde mir auch die Xbox One holen. Es ist nur eine Äußerung, die wir gemacht haben. Es ist ja nur, soll ja nur darauf hinweisen, was wir gehört haben. Jeder darf seine eigene Meinung haben, dachte ich immer. Beziehungsweise was wir gelesen haben. Ja, es gibt natürlich, also es ist ja mehr als nur dieser indizierte Schrägstrich-Cut-Spiele-Problem. Es gibt viele andere Sachen, wie das Always On, was mich einfach stört. Das Always On ist für mich ein K.O.-Kriterium in der Hinsicht, dass ich niemals nur eine Xbox One unterm Fernseher stehen haben würde. Weil, wie gesagt, es kann immer mal passieren, dass ein paar Tage, aus welchem Grund auch immer, das Internet weg ist und da kann ich nicht mehr spielen. Leckt mich. Ist nicht. Ja, Gebrauchsspiele ist für mich kein Thema. Interessiert mich null. Ja, aber selbst der das Preis mit Kinect würde mich nicht stören. Eben, ja, da würde ich auch sagen, da lege ich ein Tuch drüber. Von mir aus füllt mich doch. Ja, und dann spiele ich halt nackt und kratze mir am Sack. Ist euer Problem, wenn ihr Microsoft-Mitarbeiter euch das reinziehen wollt, ne? Da sollte ich fragen, was mit euch nicht ganz stimmt. So, ne? Das wäre mir noch relativ, ne? Ich würde ein Tuch drüber machen. Ich meine, ich fände es schon komisch, mittlerweile haben sie es ja dementiert, aber am Anfang hatten sie das halt nicht so gesagt. Da hieß es dann erstmal, die muss immer an sein, die Kamera, damit unser Puls gemessen werden kann und unsere Mimik, auch bei Spielen, die das nicht benötigen. Also das fände ich schon komisch. Ich würde nicht durchgehend eine Kamera, die mit dem Internet verbunden ist, anhaben wollen. Ich meine, ja, hier an meinem iMac habe ich auch eine Kamera, die auf mich zeigt. Soweit ich weiß, leuchtet da die Lampe aber rot oder grün, wenn sie an ist. Hoffe ich. Natürlich kann man sich auch hier rein hacken. Und ich glaube auch nicht, dass das Kinect gehackt wird. Darum wäre es mir auch damals nie gegangen, bevor Microsoft gesagt hat, nein, das muss nicht immer an sein. Das fände ich Quatsch. Was halt aber Fakt ist, dass sie die Möglichkeiten haben und dass du da diese AGBs ja bestätigst, sie gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein, dass sie Material von dir aufnehmen und verwerten können. Und das bedeutet in dem Sinne, in erster Linie wird es natürlich durch ein Programm laufen. Ne? Da wird nicht Microsoft-Mitarbeiter sitzen, die sich weltweit die ganzen Kinect-Videos angucken von all den Spinnern, die vor dem Fernseher rumhüpfen. aber es gibt bestimmt irgendwelche Suchkriterien, die das rausfiltern und dann sagen, okay, hier gucken wir rein und dann sitzt da ein Mitarbeiter und auch wenn er sich nicht unbedingt einen runterholt auf das, was er da sieht, hätte ich doch keinen Bock, dass, wenn ich mal vergessen habe, das Ding auszumachen und da man mich mit meiner Freundin sitzen sieht oder irgendwas. Naja, also ich will nicht, dass man alles sieht, was ich in meinem Wohnzimmer so treibe. Nein, ich auch nicht. Also zumindest nicht, was in deinem Wohnzimmer so abgeht. Du willst nicht sehen, ja? Nee, kein Meter. Du willst nicht, dass an die Öffentlichkeit... Meinst du, warum wir das in getrennten Räumen den Corecast aufnehmen? Genau. Du willst nicht mehr wissen, was ich während des Corecasts mache. Nein, ich weiß nur immer, dass deine Hände meistens nicht frei sind. Eben. Ja, gut, Leute. Ich denke, dann waren wir es auch für heute. Ja, würde ich auch sagen. Das war übrigens auch jetzt der letzte Special E3 Corecast. Also ab jetzt wieder vorerst wöchentlich jeden Mittwoch der, wie gesagt, dementsprechende wöchentliche Core Gamer Podcast. Ja, nächste Woche werden wir nochmal post E3-mäßig einen Rückblick wagen, würde ich sagen. Natürlich werden wir auch wieder aktuelle Themen durchdiskutieren, aber werden nochmal zurückblicken. Vielleicht kommt im Laufe der heutigen Nacht, wie gesagt, wir haben da ja jetzt erst in den USA, ich glaube jetzt so in den nächsten 2 Stunden spätestens werden sich die Pforten der E3 schließen für ein Jahr. Ob da kurz vor Schluss nochmal irgendwelche Leute irgendwann geile Sache vorgestellt haben oder noch eine Überraschung parat hatten, werden wir dann ja morgen erst erfahren wahrscheinlich und dementsprechend, da gehen wir dann nächste Woche drauf ein.
Sollte da noch irgendwas kommen, und ansonsten werden wir wieder in den alten Rhythmus verfallen und unser wöchentlichen CoreGamer-Podcast jeden Mittwoch liefern. Dann wird Ende nächster Woche, Anfang der Woche darauf, auch unser fast täglicher Day-One-Patch, sprich unser täglichen News-Roundup, sprich kommentieren aktueller täglicher News, auch live gehen. Was kommt noch? Die Retro-Zensor Folge 1 ist in der Mache gerade. Ne? Ja, ist in der Mache, ist noch nicht ganz so weit, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall den Monat noch fertig werden. Mitkommen. Und ich denke, ich werde es auch noch diesen Monat schaffen, die erste Folge von Ein Drink mit Lil Pop, die Game-politische Sendung, die Game-politische Sendung, politisch angehauchte Gaming-Themen bearbeiten, in denen ich... Wie wäre es mit politische Gaming-Sendung? Politische Gaming, ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall werde ich mich betrinken, werde vielleicht mal Leute zu Gast haben, die ich zwinge, sich zu betrinken, und alles Weitere ist dann jetzt, fallen wir so langsam ins Gaming-Sommerloch. Der Sommer ist ja immer bekannt dafür, dass es da ein bisschen ruhiger wird. Wir sind gespannt halt. Vielleicht diesmal nicht auf den ganzen upcoming Next-Gen-Sachen. Ja. Naja, in diesem Sinne, Leute, ne? Wollen wir nicht zu viel Scheiße hier quatschen. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder, Leute. Okay. Bis dahin, das war's von uns, den Chorknaben. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein.